Ihr Lieben, es ist Zeit, die 10 Düfte für den Dezember zu ziehen. Ich habe wieder ein bisschen Düfte dazu bekommen. Ich hatte ja jetzt ein Tauschpaket von der lieben Isabel. Und ja, mal gucken, ob ich daraus auch was ziehe. Ich habe mir natürlich schon ein paar Düfte weggetan, die ich fleißig aufbrauche. Aber die meisten sind jetzt hier drin gelandet. So, lassen wir uns mal überraschen. Was habe ich denn hier? Schon wieder 2. Welches nehme ich? Das hier. Gut. Oh, das passt perfekt in den Dezember Christmas von Kringle Candle. Hier ist noch 1 drin. Naja, so 1,5. Naja, es ist eher 1. Ein Winterduft, der passt sehr gut zu dem, der gerade an ist. Ich habe nämlich Winter in Stars Hollow von der Bea. Ja, und das ist auch ein schöner Tannenbaumduft, der auch so ein bisschen noch was... Eine leicht holzige Note von verbrannten Holz. Also so eine leichte Kaminnote ist hier mit drin. Der passt auf jeden Fall ideal in unseren Dezember. So, hier habe ich einen Tarte. Was könnte das sein? Oh, von Sweet Mamsell Coffee Twinkie Cake. So sieht er aus. Mittlerweile ein bisschen Wachs rumgemanscht. Ich denke, ein Küchenduft. Den können wir auch gut gebrauchen. Ja, eine schöne Kaffeenote. Mit ein bisschen süß. Also allzu viel Kuchen rieche ich nicht. Der ist schön angenehm ausbalanciert. Ich denke, den ersten versuche ich definitiv in der Küche. Und dann mal gucken, ob der vielleicht auch in andere Räume passt. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Der dritte Duft ist von der Pusteblume und zwar Lavender Marshmallow von Bears Vox. Nee. Von Bath & Body Works. Mensch, so habe ich 2 solche kleinen Melts. Ich glaube, ich würde die auch einzeln ausprobieren. Wobei ich weder Lavendel noch Marshmallow rieche. Das ist natürlich sehr spannend. Na doch, es riecht ein bisschen süßlich. Also so ein bisschen Marshmallow habe ich jetzt gerochen. Ich bin aber davon überzeugt, dass warm der Lavendel dann noch rauskommt. So, kann definitiv in jedem Raum. Dann habe ich ja noch entdeckt... Von Yankee Candle Elevation Holiday Pomegranate. Ich sage immer Pomegranate. Ich baue hier irgendwie immer noch dieses N rein. Da haben wir 4 Melts. Ich glaube, den hatte ich damals als guten Wintergeruch abgespeichert. Ja, es ist hauptsächlich, ich rieche Kirsche. Also es ist so ein bisschen eine Wildkirsche mit ein bisschen... Marzipan. Passt also auch sehr gut in unser Winterroulette. Das waren 4. Der 5. ist auch ein Winterduft und zwar Balsam und Zeder. Seht ihr gar nicht so gut. Wartet mal. So, von Country Candle ein Daylight, das ich zerschnitten hatte schon. Und das ist tatsächlich weniger Tannenwald und mehr Kaminholz. Also man hat eine leichte Winterwaldnote und so ein bisschen was Rauchiges wie von diesen Räucherkerzen. Yam, yam, yam. Und das waren erst 5. Ich hätte aber ehrlich gesagt gern noch ein bisschen was Fruchtiges. Mal gucken, was wir hier machen können. Dann hätten wir noch von Fruit Pebbles. Der passt ja gar nicht von... Traumdüfte. Der ist auch von der Pusteblume, wobei ich den Duft, glaube ich, auch noch einmal von der Manu habe, wenn ich den nicht schon aufgebraucht habe. Das weiß ich gar nicht. So. Ja, der riecht ein bisschen nach Limonade, ein bisschen nach, ja, und ein bisschen nach Blaubeermuffin. Und noch ein bisschen zitrisch. Also, der ist definitiv fruchtig. Ich wollte ja Frucht. Ich habe natürlich irgendwie eher an Winterapfel gedacht. Aber lecker riechen tut er.
Nur bei Fruit Pebbles denke ich mehr an Sommer. So, dann hätten wir, oh, von Sensationals Pumpkin Spice haben wir zwei Nuggets. Der hätte ja besser in den Oktober gepasst. So ein bisschen das Problem mit dem Roulette. Oh ja. Der ist auch ein bisschen fruchtig. Ich rieche tatsächlich auch ein bisschen Apfelpunsch. Und ein bisschen Zimt und ein bisschen Butter. So, also definitiv ein guter Duft für die kalte Jahreszeit. So, das waren 7. Dann habe ich hier gezogen, oh, das ist was für meinen Spatzel, von der Yankee Candle Winter Edition, nämlich Candlelit Cabin. Und ich glaube, da war irgendwas drin, was mir nicht gefallen hat. Also der hat auf jeden Fall was Aquatisches. Ein bisschen was Parfümiges und ein bisschen was Rauchiges. Geht eigentlich. Geht. Also der passt durch dieses... ja, der hat so ein bisschen Männerduschgel mit drin. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Der passt gut ins Bad wieder. Oh, ich habe Forbidden Apple von Yankee Candle. Ein schöner, saftig, spritziger Apfel. Es war kein Zimtapfel, aber man hat auf jeden Fall einen schönen frischen Kick. Ach ja, ich liebe ihn. Ein richtig schöner, grüner, spritziger Apfel. So, kann bei mir in jeden Raum und das ist ja quasi auch mal gut. Weil die schweren Kuchendüfte, die kommen bei mir immer nicht ins Arbeitszimmer, weil das einfach zu schmal ist und dadurch die Düfte so krass wirken. Waren das jetzt schon 10er? 3? Nein, das sind 9. 3. Einen habe ich noch. Ich könnte mal ewig ziehen. Ich finde es immer total spannend, was ich so ziehe. Irgendwo ist es das Papier abgegangen. Ich finde es jetzt aber auch nicht. Ich mache das jetzt danach. So, ich ziehe und habe von Goose Creek, ich glaube, der ist von der Kira, wenn ich mich nicht irre, Orange Berry Slush. So, und auf Orangendüfte bin ich jetzt sowieso total scharf. Da habe ich auch von der Isabel ganz viele bekommen. Ja, man riecht tatsächlich auch das Bärige. Also ich hatte als erstes so einen leichten Strawberry-Touch mit drin und die Orange. Es riecht auch richtig schön fruchtig. Und ein bisschen fruchtig wollte ich ja quasi noch zu meinen ganzen Tannenbaumdüften, die ich hier gezogen habe. So, wir haben also 3. Genau. Ich habe alle 10. Ich tue sie mir jetzt weg, damit ich jetzt im November noch keinen davon anfange. Und ja, ich denke, das ist eine gute Mischung. Und was ich definitiv jetzt mal noch machen werde, ist jetzt mal hier reinzugucken und mir mal noch ein paar zusätzliche Düfte rauszuholen. Weil manche gehen einfach total unter und die probiere ich dann nicht aus, weil sie halt immer hier drinnen sind und ich quasi draußen auch noch genügend liegen habe. Und da denke ich mir dann im Sommer sicherlich, oh, diesen Apfel-Zimt-Duft, den wolltest du eigentlich auch noch ausprobieren. Und diesen auch, Mensch, hättest du dir doch einfach mal aus der Kiste rausgesucht. Also diese Roulette-Kiste, die verhindert so ein bisschen das Anbrennen bestimmter Düfte. Aber okay, so, hat wieder Spaß gemacht. Und ja, ihr werdet dann sozusagen bald sehen, wie es mir mit den Düften ergangen ist. Bis dahin. Tschüss.